Der GUI-NGL, Konföderale Fraktion der Vereinigten Linken und Nordischen Grünen im Europaparlament, unsere Genossin Gabi Zimmer, die jetzt die Möglichkeit hat zu einem politischen Redebeitrag. Liebe Gabi, herzlich willkommen, du hast das Wort. Guten Morgen. Die Christina Leno? Oho. Wir haben es ja eben schon bei der Eröffnung der heutigen Tagung gehört, die gestrigen Bilder vom Taksimplatz, auch die von den letzten Tagen, die Jagd auf Menschen, das Niederprügeln von friedlich Demonstrierenden, Tränengas, Knüppel gegen Kinder, Frauen, ältere Menschen, all diese Bilder sind uns sehr nahe. Unsere Solidarität gilt jenen, die sich von der Polizeigewalt der türkischen Regierung nicht abschrecken lassen, die für eine offene, tolerante Gesellschaft in der Türkei eintreten. Grund- und Menschenrechte werden in vielen Regionen Europas und auch in der EU verletzt. Das ist und bleibt unsere zentrale Herausforderung als Linke, auch gerade für die Linke in Europa, auch gerade für die Fraktion, für die ich hier auch als Vorsitzende sprechen kann. Daher möchte ich zunächst die Grüße nach Istanbul und viele Orte der Welt schicken, nicht zuletzt nach Berlin zum zeitgleich mit unserem Parteitag stattfindenden Tribunal von Flüchtlingen gegen die herrschende Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland und in der EU. Wir solidarisieren uns mit Menschen, die gegen Unterdrückung, Diskriminierung, Fremdbestimmung und Gewalt opponieren, die sich gegen eine ökologisch und sozial zerstörerische Politik wehren, gegen eine Politik, die Menschen in Armut lässt, treibt, soziale, demokratische Standards abbaut, zu einem Ausverkauf öffentlicher Güter führt und Dienstleistungen sowie Sozial-, Gesundheits-, Rentensysteme kommerzialisiert und privatisiert. Die in Berlin, Madrid, Athen, Lissabon, Istanbul und Ankara auf die Straße gehen, verteidigen ihre Ansprüche auf ein Leben in Würde und auf ihre Zukunft. Und das gilt insbesondere für die junge Generation, denen die Herrschenden ihre Zukunft stehlen. Liebe Genossinnen und Genossen, in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten sind zwischen 45% und 60% der jungen Leute arbeitslos. Aus den am meisten von der Krise betroffenen Ländern wandern die jungen Menschen ab. Sie suchen gezwungenermaßen ihr Wissen, ihr Engagement, ihre Kreativität an den Standorten der Krisengewinner, also auch gerade in der Bundesrepublik Deutschland, mit einzubringen. Und das betrifft eben nicht nur Menschen aus Portugal, Spanien, Griechenland, sondern eben auch aus Litauen, Lettland, Slowenien, kurz gesagt aus den Ländern Ost-, Mittel- und Südeuropas. Und dieser Umgang, insbesondere auch mit der jungen Generation, wird verheerende Auswirkungen auf lange Zeit haben, gesellschaftliche Strukturen zerstören und das Zusammenleben von Menschen beeinträchtigen. Was passiert, frage ich, mit einer Gesellschaft, die jungen Leuten ihre Visionen und ihre Hoffnungen nimmt? Im Kontext mit den vielfach zunehmenden sozialen Spaltungen erfolgt die bewusst in Kauf genommene Entsolidarisierung. Wir erleben, wie insbesondere Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge, Angehörige ethnischer Minderheiten und auch Obdachlose Ziel direkter Angriffe auf Leib und Leben werden. Ihnen gehört unsere Solidarität, aber eben auch unser aktives Engagement, egal in welchem Teil der EU, Europas oder in welcher Region der Welt Sie leben. Deshalb haben wir auch in den letzten Tagen im Europaparlament als Fraktion mit Entsetzen zur Kenntnis genommen und uns auch damit auseinandergesetzt,
dass die griechischen öffentlichen Rundfunk- und Fernsehsender über Nacht abgeschaltet wurden. Wir solidarisieren uns mit den Beschäftigten, Zuhörenden, Zuschauern dieser Sender. Die Schließung dieser Sender steht für die Politik der in der EU Regierenden, der Troika, Internationaler Währungsfonds, Europäische Kommission und Europäische Zentralbank haben mit den entsprechenden Regieren die sogenannten Memoranden, die diese Spardiktate aufzwingen, abgeschlossen. Und das ist eben eine Politik der öffentlichen Kürzung oder der brutalen Kürzung der öffentlichen Ausgaben, vor allem für Bildung, vor allem für Gesundheit, soziale und ökologische Mindeststandards. Das ist eine Politik, die soziale Einschnitte bringt und eben auch keine Rücksicht nimmt auf das Recht auf Information, kulturelle, demokratische Teilhabe der Menschen und die eben von einer Minute zur anderen eben genau dieses Recht abschalten kann. Die Regierenden haben schon längst ihre Maske fallen gelassen. Sie nehmen in Kauf, dass zunehmend mehr Menschen sich von Europa abwenden, die Schuld für die Verschlechterung ihrer Lebenslage allein und vor allem in der Europäischen Union sehen. Und es sieht so aus, als würde das Projekt der europäischen Integration in einer Sackgasse landen. Als 2007 bis 2009 die Europäische Union von der globalen Finanzwirtschafts- und Wirtschaftskrise erfasst wurde, verkündeten Rat und Kommission noch unisono, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dank ihrer Strategie, dank des Lissabonner Vertrages so vorgesorgt hätten, dass sie einigermaßen aus der Krise herauskämen. Und das kleine Zeitfenster, das ich damals aufgemacht hatte, als Einsichten wuchsen, dass man die internationalen Finanzmärkte stärker kontrollieren müsse, gegen Spekulation vorgehen müsste, wurde damals versäumt. Ganz kurz danach war dieses Zeitfenster wieder geschlossen. Und das hat sich gerecht. Die kurzlebigen Einsichten waren vergessen und die Versäumnisse rächten sich, als vor dem Hintergrund der eben nach wie vor nicht gelösten globalen Probleme und Krisen, vor allem die Mitgliedstaaten der Eurozone, sich immer stärker einer um sich greifenden Banken- und Staatsschuldenkrise ausgesetzt sahen. Und anstatt die sozialen, ökonomischen und wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen, wurden den von der Staatsfinanzierung betroffenen Mitgliedstaaten Sparprogramme diktiert, die die Lasten der Krise vor allem auf die Bevölkerungsmehrheiten, die sozial und ökonomisch Schwächsten der Gesellschaft bürdeten. Und obwohl der Internationale Währungsfonds inzwischen eingestand, dass die Austeritätspolitik gescheitert sei, dass den Memoranden, insbesondere der Memorandenpolitik für Griechenland, eklatante Fehleinschätzungen, falsche Zahlen, falsche Prognosen unterstellt wurden, weigern sich Rat und Kommission, das einzugestehen. Der Internationale Währungsfonds hat inzwischen den nächsten Schuldenschnitt für Griechenland angekündigt. Die Kommission, Teil der Troika, wiegelt ab. Nur Barroso hat beispielsweise jetzt erst wieder erklärt, dass er die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds beenden wolle. Und nur ganz langsam nähert man sich in der Europäischen Union, in den Institutionen der Einsicht, dass die Austeritätspolitik allein nicht ausreicht. Die Krise geht einher mit einem massiven Demokratieabbau. Kanzlerin Merkel löste die bis Krisenausbruch geltende Gemeinschaftsmethode durch die Unionsmethode ab. Das heißt, dass das Europaparlament und auch weitgehend die nationalen Parlamente bei den einzelnen Entscheidungen außen vor bleiben, dass praktisch zwischen den Regierungen verhandelt wird, hinter verschlossenen Türen. Transparenz und Offenheit sind Wörter der Vergangenheit in der Europäischen Union. Aber, und das muss eben auch klar gesagt werden, das ist nicht anonym und irgendwer in der Europäischen Union, das sind in allererster Linie sind es die Regierenden, die im Rat Verantwortung genau für diese Politik tragen. Und die es zu gern übernehmen, diese Verantwortung ihrer eigenen Politik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern als die Politik einer weit ab in Brüssel oder Straßburg getroffenen Entscheidungsebene zu verkaufen. Dabei sind sie es, die in den Rat reingehen, ihre Entscheidungen dort treffen, meistens über die Rolle, die die ökonomisch starken Länder wie die Bundesregierung, wie
wie zum Beispiel die Niederlande, also im Prinzip die Geberländer, ausnutzen, andere erpressen und dort ihre Machtspielchen, Machtkämpfe äußern und das Prinzip der Solidarität innerhalb der Europäischen Union schon lange aufgegeben haben. Und genau an der Stelle, liebe Genossinnen und Genossen, genau an der Stelle, denke ich, ist es wichtig und deshalb bin ich dankbar dafür, dass der Parteivorstand auch beschlossen hat, dass wir hier unmittelbar zu Beginn des Bundestagswahlkampfes die Möglichkeit haben, auch die Verbindung zwischen Bundestagswahlkampf und Europawahlkampf herzustellen. Weil wenn wir nicht in den Wahlkampf gehen, und zwar jetzt und heute, bis hin zu den Europawahlen und auch danach, wenn das nicht bleibend für uns ein Markenzeichen wird, dass wir die Politik der Bundesregierung, der anderen Regierenden entlarven, dass wir deutlich benennen, wer die Schuldigen für die Zuspitzung der sozialen Lage, für das Auseinandergehen und für das Auseinanderdriften der Schere zwischen den Reichen und den Armen in der Bevölkerung, aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die zunehmende Kluft zwischen den Eurozonenstaaten und denen, die außerhalb sind, die zunehmende Kluft zwischen den Staaten, die sich als Kern Europa betrachten, und den Staaten, die an der Peripherie sind. Wenn wir das nicht entlarven und tagtäglich mit dem, was wir hier in der Bundesrepublik verändern wollen, zusammenführen, dann werden wir nicht glaubwürdig sein. Und ich bin deshalb dankbar dafür, dass wir genau diese Verbindung herstellen. Denn darum muss es uns immer wieder gehen, deutlich zu machen, dass wir nicht in Berlin, nicht in Brüssel, nicht in Paris und nicht in Madrid oder wo auch immer innerhalb der Europäischen Union eine Auseinandersetzung um die Bewahrung, die Verteidigung, den Ausbau sozialer, ökologischer, demokratischer Standards führen können. Wenn wir nicht gleichzeitig genau diesen Kampf zurückholen und miteinander verbinden. Und es ist gestern auch viel beispielsweise in der Debatte zu den Anträgen zum Europateil gesagt worden. Aber eins, liebe Genossinnen und Genossen, kann ich an euch ganz deutlich sagen. Niemand, auch nicht in der Krise und im Ergebnis der Krise, wird in der Lage sein, für sich allein im eigenen Land, in der eigenen Region Standards verteidigen zu können, wenn wir das nicht transnational machen, wenn wir nicht endlich das machen, was die Konzerne uns schon seit Jahrzehnten vormachen, wenn wir nicht unsere Kämpfe zusammenführen und endlich damit aufhören, dass wir uns einfach nur nach vorne transportieren, einfach nur immer wieder dasselbe erklären und für unsere eigenen kleinen Standards gucken. Das wird nicht funktionieren. Europa verträgt keine Gartenzaunpolitik. Wir müssen raus und wir müssen das für uns auch leben. Wir müssen es für uns durchziehen, weil ansonsten nimmt uns das keiner ab. Und ansonsten verzetteln wir uns in Fragen, die eben letztendlich mit der Wirklichkeit der Menschen nur noch bedingt zu tun haben, weil wir uns gegen Erscheinungen wenden, aber nicht die Ursachen. Und da kommen wir dann eben zu Fragestellungen, an denen wir uns aufreiben, ob raus oder rein aus dem Euro, aus der Eurozone, ob rein oder raus aus der EU, ob wir die Europäische Union erstmal zerstören und dann neu gründen, ob wir neu starten, ob wir was Neues bilden. Und wir beachten die entscheidenden Probleme nicht. Und die entscheidenden Probleme sind nämlich für uns als Linke, wenn wir meinen, wir sind stark genug, irgendetwas einreißen zu wollen, irgendein System auseinanderplatzen lassen zu wollen, dann müssen wir doch zuerst mal die Frage beantworten, warum sind wir denn dann nicht in der Lage, wenigstens ein Mehr an Veränderungen in der jetzigen Gesellschaft auch mit durchzuziehen. Warum reicht unsere Kraft nicht aus? Warum reicht unsere Kraft nicht aus? Jetzt für Veränderungen zu streiten, jetzt uns um die Probleme der Menschen im Alltag zu mühen und wenigstens die kleinsten Schritte sukzessive mit nach vorne zu treiben. Warum sind wir auch in der Bundesrepublik Deutschland trotz unseres einzigartigen Programms, trotz unserer Alleinstellungsmerkmale, die wir haben, wo andere dann auch meistens hinterherrennen, warum sind wir immer hinten dran? Warum fällt es uns so schwer? Und ich sage euch, in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union fällt es uns noch schwerer. Und bitte bildet euch nicht ein, bilden wir uns nicht ein, ich nehme mich da überhaupt nicht raus, dass wir in der Europäischen Union, in dem gegenwärtigen Zustand, in dem die Linke dort verharrt, und zwar seit Jahren verharrt, dass wir in der Lage wären, den entsprechenden Schub nach vorne zu geben, wenn wir nicht gleichzeitig und stärker bemühen, wirklich eine neue Form von Kooperation, von Bündnissuche
mit anderen gesellschaftlichen Kräften zu starten, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir dazu beitragen, und das wird der entscheidende Punkt sein, was wir in Brüssel, Straßburg und anderswo leisten können, wenn wir nicht dafür sorgen, dass sich die Kräfteverhältnisse ändern, wenn wir weiter mit 4% im Europäischen Parlament vertreten sind, ein Großteil Osteuropas überhaupt nicht im Europäischen Parlament vertreten ist, dann werden wir für uns allein im Parlament die Dinge kaum verändern können. Und trotzdem sage ich, es ist wichtig, dass wir in Brüssel sind. Es ist wichtig, dass die Linke dort ist. Wir können auch mehr erreichen, als eigentlich unsere numerische Stärke vermuten lässt. Und das hängt damit zusammen, dass wir über Jahre hinweg auch Bündnisse aufgebaut haben, dass es über Jahre hinweg auch den Beweis gab, dass Linke miteinander kooperieren können, dass sie auch in der Lage sind, zielgenau und punktgenau, nicht allgemein zu fabulieren über Opposition und über, mit wem man etwas gemeinsam macht und nicht, sondern an ganz konkreten Fragestellungen, auf ganz konkrete Personen bezogen hinweg, auslotet, wo lassen sich Gemeinsamkeiten entwickeln, wie weit können wir gemeinsam gehen und wo sind Grenzen erreicht, wo nichts mehr miteinander geht. Auf die Art und Weise haben wir durchaus im Parlament in den letzten Jahren und nicht nur in dieser Legislaturperiode, auch in den Legislaturperioden vorher schon einiges bewegen können und haben uns auch Vertrauen erworben. Aber ich möchte noch mal zurückkommen auf die Rolle, die gegenwärtig die Regierenden spielen. Wenn man sich die Entscheidungen anschaut, die in den letzten Tagungen des Europäischen Rates gefällt worden sind, also der Rat, in dem die Regierungschefs zusammentreten, alle paar Monate, auch mit einer bestimmten Regelmäßigkeit, dann kann man feststellen, dass dort die Entscheidungen fast immer in vorherigen Absprachen zwischen einzelnen Machtblöcken innerhalb dieses Rates zustande gekommen sind und dass sich immer die ökonomisch Starken durchgesetzt haben. Und dass viele der Regierungschefs der kleineren Staaten mit geballter Faust in der Tasche dastehen. Und das hat eben nichts mehr mit Solidarität zu tun. Und so wird, und das möchte ich an einem Beispiel erklären, so wird eben massiv auch in der Diskussion im mehrjährigen Finanzrahmen deutlich, wie weit es inzwischen mit der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union her ist. Sie haben dieses Prinzip, dass wir über die Kohäsions- und Strukturfonds versuchen, Ausgleiche zu schaffen, Entwicklungen aneinander nach oben anzugleichen, die haben sie versäumt, das haben sie unterbrochen, das haben sie beendet. Und es ist erstmalig, dass in diesem Jahr mit Blick auf den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen die Regierenden einen Haushaltsrahmen beschlossen haben, der wesentliche Kürzungen enthält, der nach unten geht, obwohl wir neue Mitgliedstaaten bekommen, obwohl wir neue Aufgaben bekommen haben, die von den Nationalstaaten, den Mitgliedstaaten einfach abgeschoben worden sind, was letztendlich dazu führt, dass all das, wo wir meinten, wir hätten in den letzten Jahren Erfolge erzielt, zum Beispiel mit der Schaffung einer gemeinsamen Plattform im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung, dass das alles zur Seite geschoben wird. Und es ist völlig klar, dass die Regierenden die Krise benutzen, um sich von ihren eingegangenen Verpflichtungen der letzten Jahre zu entledigen und zu sagen, wir sind nicht in der Lage, die entsprechenden Vereinbarungen zur Senkung der Armut einzuhalten. Wir schaffen unsere Klimaziele nicht mehr. Wir nehmen Abstand von unserer gemeinsam vereinbarten Nachhaltigkeitsstrategie. All das ist in den Augen der Regierenden inzwischen der Schnee von gestern. Und der Schnee von gestern ist es aus Ihren Augen oder in Ihren Augen eben überhaupt, dass wir beispielsweise auch ein Land wie Kroatien, das am 1. Juli beitritt, dass wir das entsprechend auch mitfinanzieren, so wie wir es dem Land versprochen haben, so wie unsere internationalen Verpflichtungen sind. Wir konnten in der letzten Woche nicht einmal den entsprechenden Nachtragshaushalt für Kroatien beschließen. Das heißt, man wird weiterhin aus den laufenden Haushalten diese Aufgabe mitbezahlen wollen. Und ich sage auch schon jetzt, wir werden am Ende des Jahres ein Defizit in der Europäischen Union von ca. 19 Milliarden Euro haben und das bei einer Union, die eigentlich keinen Cent Schulden machen darf. Das heißt, die Union wird, wenn es nicht ein Umdenken gibt, im August zahlungsunfähig sein.
Und das betrifft eben nicht nur die Gehälter, die üppigen, sogenannten üppigen Gehälter der Beamten in der Europäischen Union. Das betrifft die Programme. Das betrifft die Programme, die auch in den Mitgliedstaaten ausgezahlt werden, auf die viele Projektträger warten. Das betrifft zum Beispiel auch Programme wie Erasmus und andere, die schon Ende vergangenen Jahres gestoppt werden müssen. Und das ist ein ungesetzlicher Zustand. Und ich bin froh, dass wir als linke Fraktion im Europaparlament mit dazu beigetragen haben, dass wir am Ende der Diskussion zum Fiskalpakt in die breite Phalanx der Abgeordneten des Europaparlaments gehörten, die dem Rat gesagt haben, stopp, wir lassen uns nicht dazu verpflichten, dass wir etwas tun, was ungesetzlich ist. Ihr habt eure Vereinbarung neu zu regeln. Wir sind hier Mitgesetzgeber, Mitgesetzgeberin und ohne uns werdet ihr keinen Haushalt letztendlich entscheiden. Und da komme ich zu einem Punkt, der mir noch wichtig ist, den ich hier abschließend ansprechen möchte. Es geht durchaus um die Art und Weise, wie wir als Linke in Europa uns weiter einbringen, was wir tun können, um letztendlich auch bei den nächsten Wahlen stärker zu sein. Wir brauchen zunächst eine gemeinsame Strategie im Rahmen der Europäischen Linkspartei. Wir brauchen aber auch ein Verständnis dafür, einen Blick dafür, dass zum Beispiel in der Fraktion der Linken im Europaparlament eben nicht nur die Europäische Linkspartei vertreten ist, sondern dass wir bis hin zu den Nordisch-Grünen und auch bis zu strikt und absolut konservativ-kommunistischen Parteien im Prinzip die breite Phalanx der europäischen Linken, die es geschafft hat, 5% zu überwinden, in einer Fraktion haben. Und wenn ihr manchmal darüber diskutiert, wie wir mit zwei Strömungen umgehen, liebe Leute, wir haben 14 Delegationen, 14 verschiedene Parteien und die haben alle 14 eine unterschiedliche Meinung. Alle 14. Und wir müssen tagtäglich sehen, wie wir damit umgehen. Und wir sind an eine Stelle gekommen, wo wir sagen müssen, jetzt ist ein neues Denken notwendig. Weil im Parlament, im Europaparlament, wird nicht mehr einfach nur abgenickt. Es ist keine Palaverbude mehr. Wir haben weniger Redezeit als jeder Abgeordnete in einem ostdeutschen oder westdeutschen Landtag oder in einer Kommune oder gar die Bundestagsabgeordneten. Wir müssen es aber versuchen, gemeinsam eine Sichtbarkeit der Linken darzustellen. Und das heißt, und das ist meine Bitte auch an die Linke in Deutschland, das heißt, wir brauchen eine klare Verantwortung, eine klare Strategie. Was wollen wir im Europaparlament? Warum schickt die Partei Die Linke Abgeordnete ins Europaparlament? Was sollen wir dort machen? Sind wir dort nur der verlängerte Arm der nationalen Politik oder versuchen wir gemeinsam mit den anderen eine Politik zu entwickeln, wo wir auch manchmal etwas abgeben müssen, wo wir nicht alleine unsere Position vertreten können? Und das gilt auch für alle anderen. Und um in diesen Bedingungen zusammenarbeiten zu können, braucht es auch in der Fraktion der GUE-NGL, die ja hoffentlich mal irgendwann zu einem vernünftigeren Namen kommen wird, um deutlich zu machen, was es eigentlich ist, braucht es neue Formen von Kooperationen. Wenn wir von der Politik, wenn wir von den Mitgliedstaaten eine andere Form von Kooperation erwarten, wir als Linke müssen diese Kooperation vorleben. Wir müssen sie aber erst lernen. Wir müssen sie lernen, weil wir sie nicht beherrschen, weil wir von der Art und Weise der ideologischen Auseinandersetzung der letzten Jahrzehnte, des letzten Jahrhunderts nach wie vor geprägt sind. Das ist meine Bitte. Das können wir nur gemeinsam tun. Dazu brauchen wir eure Unterstützung. Aber lasst uns bitte auch nicht allein. Denn wir sind dann ein kleines Häufchen dort, die manchmal wie auf einer fernen Insel leben und meinen, dass sie vor alles alleine den Kopf jetzt hinhalten müssen. Lasst es uns gemeinsam machen. Es ist unser Bundestagswahlkampf und es ist unser Europawahlkampf. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, wie wir in die nächsten Monate, Jahre gehen. Und es wird unsere Verantwortung sein, ob wir die wahnsinnigen Beispiele, die wahnsinnigen Leistungen, die andere Parteien vormachen, und ich sage nur abschließend Syriza, inwieweit wir auch davon lernen können. Glaubt nicht, dass nur wir das Gelbe vom Ei hätten. Das, was Syriza leistet, und die gründen sich gerade als eine neue Partei,
Das ist der Versuch, aus einer Bewegung von unten, dem Aufbau von Sozialstrukturen von unten, Solidarstrukturen von unten, gleichzeitig die Partei zu entwickeln. Das wird ein spannendes Experiment und bitte lassen wir sie dabei nicht allein, sondern übernehmen gleichzeitig auch Erfahrungen aus diesem Kampf. Lassen wir uns das gemeinsam machen. Ich glaube, dann hätten wir alle gewonnen und die Linke würde vielleicht in 4, 5 Jahren auch einen stärkeren Stand, attraktiver sein und einfach auch mehr Wählerinnen und Wähler ziehen. Dankeschön. Soll sich noch mal einer wagen, zu sagen, wir seien keine proeuropäische Partei. Liebe Genossen,